Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr gekommen seid. Nicht, dass ich eine Wahl gehabt hätte. Oh, bitte. Ich bekomme das Gefühl, als wäre ich hier nicht willkommen. Ja, ja, lassen wir die Höflichkeit mal weg. Was wollt ihr? Schön, dass sich herausgestellt hat, dass ihr kein Feind seid. Auf einen Kampf hätte ich mich nicht gefreut. Also, wer seid ihr und warum sollte ich mir anhören, was ihr zu sagen habt? Nehmen wir die 4. Nun ja, ich bin hier, um genau herauszufinden, auf was ihr euch gefreut habt. Ein Kampf könnte immer noch in Frage kommen. Ich werde mich kurz fassen, da unsere Lage schwierig ist und ihr verstehen müsst, was sich hier abspielt. Trotzdem brauche ich ein paar Antworten. Ihr werdet keine Antworten von mir bekommen, wenn ich ein Gefangener sein sollte. Fragt, was ihr wollt. Ich habe nichts für euch zu verbergen. So kurz könnt ihr euch gar nicht fassen. Ihr Regekurs läuft immer noch frei herum, während ich hier feststecke. Ich werde kooperieren. Ich vermute, dass wir hinter derselben Person hier sind. Ich suche nach Irenikus. Nehmen wir mal die 2. Ich werde euch ein paar Dinge fragen und ihr werdet sagen, was ihr wisst. Meine Weisen werden jede Lüge erkennen. Sie sind in so etwas sehr gut. Nun, denn zuerst etwas Einfaches. Ihr kommt von den Drow. Seid ihr geflohen oder seid ihr mit ihnen im Bunde? Ich entfloh ihrem dunklen Reich. Wenn das bedeutet, dass ich euch hasse, dann ja, ich bin mit ihnen im Bunde. Wie dann auch, jede Verbindung zu ihnen war nur ein Mittel zum Zweck. Meine Ziele liegen woanders. Als ich sie verließ, waren sie blutunterströmt und übel zugerichtet. Ich bin nicht geflohen. Ja, ich nehme die 1. Wahr. Dem pflichte ich bei, wahr. Die Wahrheit, das ist ein guter Anfang. Ihr seid zurzeit kein Verbündeter der Drow. Das sagt mir jedoch nichts über eure Beweggründe. Lasst uns fortfahren. Ein Name, zu dem ihr vielleicht etwas sagen könnt. Irenikus, kennt ihr ihn? Keine Ahnung, von wem er spricht. Natürlich, er ist der Grund, warum ich so weit gereist bin. Ich habe mich auf der Suche nach seinem schwarzen Herz durch das Unterreich gekämpft. Ja, ich kenne ihn. Was ich mit Irenikus zu tun habe, geht nur mich etwas an. Nehmen wir mal die 2. Die Wahrheit. Das stimmt, die Verbindung ist klar. Also gebt ihr zu, einen Mann zu kennen, der sowohl Scheusal als auch Verbrecher ist. Ich muss diese Spur weiterverfolgen. Vielleicht erfährt man durch euch von seinem Plan. Sollten wir versuchen herauszufinden, wie viel ihr wisst und wie weit eure Verbindung gehen. Seid ihr mit dem Renikus im Bunde? Aber klar, doch, ich habe ihn durch das Unterreich gejagt, weil ich nicht im Bunde bin. Nein, ich will sein böses schwarzes Herz aufspießen und ich hab's langsam satt, dass das durch euch verzögert wird. Nein, bin ich nicht, er ist unser beider Feind. Wahr? Wahr, ja, sie glaubt von ganzem Herzen. Ich bin froh, das zu hören. Meine Wächter haben Besseres zu tun, als darauf zu warten, euch zu exekutieren. Das erweitert mich ungeeint. Was für ein Geschöpf ihr auch sein mögt, so sind wir in dieser Sache doch zumindest auf einer Seite. Oh, ich bin ja so froh, dass ihr so glücklich seid. Kann ich jetzt gehen? Es ist so, wie ich euch gesagt habe. Warum habt ihr mir nicht von Anfang an geglaubt? Sind wir endlich fertig? Ich will euch gar nicht beleidigen, aber ich habe ein paar Sachen zu erledigen. Nehmen wir mal die 3. Ihr stellt eindeutig eine geringere Bedrohung dar, als ich zuerst angenommen hatte, aber denkt trotzdem nicht, dass ihr jetzt willkommen seid. Diese Gegend ist immer noch gefährlich und ich werde keine Risiken auf mich nehmen. Jetzt werde ich euch erst einmal über die Situation in Kenntnis setzen und ihr werdet erkennen, warum das Reisen in dieser Gegend Beschränkungen unterliegt. Ihr werdet vielleicht herzlicher aufgenommen worden durch Irenikus Ruf, wo immer auftaucht, die stärksten Emotionen hervor. Er hat alle Grenzen des Anstands übertreten und unsere ganze Stadt wird von ihm unterdrückt. Wir haben Sultanesalar verloren. Irenikus ist der schlimmste aller Verbrecher, wenn er es wagen sollte, die ganze Stadt zu zerstören. Ich kann das nicht glauben, obwohl ich schon so manches gesehen habe. Das könnt ihr sicher sein. Ah, das sagt Binsk. Sie ist nur vor unseren Augen verborgen, aber wir können den Zauber nicht durchdringen, der sie versteckt. Wir sind gezwungen, hier zu bleiben, während wir von den Drow bedrängt werden und unsere Vorräte zur Neige gehen. Von den Drow, die durch Irenikus und die Angebote, die er im Unterreich machte, aufgehetzt wurde. Ich verstehe, ihr solltet wahrscheinlich den Tempel beschützen, der jetzt keinen Wächter mehr hat. Ey, großen Hass gegen diese Stadt und jemanden namens Elesim. Was hat das mit mir zu tun? Nehmen wir mal die 3. Wahr? Ja, sie weiß viel darüber. Ihr scheint durch eure Reisen ein bisschen Einblick in die Pläne von Irenikus gekommen zu haben. Ich frage mich, ob ihr uns vielleicht vom Nutzen sein könntet. Vielleicht, aber nur wenn ihr eure kleinen Weisen zurückruft. Ich habe mich als vertrauenswürdig erwiesen. Ich frage mich, ob eure Weisen irgendwann Einhalt gebietet, jedes Wort, das ich sage, zu überprüfen. Es nervt. Könnte sein, wenn ihr glaubt, dass ihr mir vertrauen könnt.
Ihr habt ganz offensichtlich keine Liebe für Irenikus, was euch zum Feind unseres Feindes macht. Und dadurch seid ihr, wenn man klassisch denkt, unser Freund. Und wenn ihr es auch nicht sein sollt, so könnt ihr Irenikus doch nicht erreichen, ohne uns zu helfen. Es ist unangreifbar. Es gibt nur eine Möglichkeit. In Kämpfen befand sich ein Artefakt, dem eine große Kraft innewohnt. Die Rin Latorn. Es handelt sich um eine alte Laterne, in der die ältesten Runen eingraviert sind. Die Latorn ist an das Volk der Elfen angepasst und keine Magie kann sie daran hindern, ins Land der Elfen zurückzukehren. Wir können einfach wieder nach Sudanazar gehen, wenn sie in unserem Besitz wäre. Irgendjemand stahl das Relikt, als der Tempel den Drow in die Hände fiel. Offensichtlich war es ein Diener von Irenikus, der aus dem Chaos während des Kampfes Kapital schlug. Wir waren trotz der größeren Anstrengung unserer Weisen nicht in der Lage herauszufinden, wohin der Dieb gegangen ist. Das lässt mich vermuten, dass die Latorn sich nicht mehr im Gebiet der Elfen befindet. Das muss Bodhi gewesen sein, nur sehen wir mit solch einer Sache betraut worden. Ich bin mir nicht sicher, wer es war, aber ich könnte mich für euch außerhalb des Gebiets der Elfen danach umsehen. Ich glaube, das könnte Bodhi gewesen sein, die Schwester von Irenikus. Ich kenne ihre Jagdgründe gut. Was ist es euch wert, das herauszufinden? Nehmen wir mal die 1. Wahr. Hört damit sofort auf. Wie ich schon sagte, ich kann helfen, wenn ihr mir... Ich kann nicht helfen, wenn ihr mir nicht vertraut. Ihr helft überhaupt nicht weiter. Nehmen wir die 2. Bodhi, ihr könntet über die ganze Sache mehr wissen. Ich schlage vor, dass wir uns gegenseitig helfen. Dagegen habe ich Vorbehalte. Warum hasst Irenikus euch und eure Stadt? Na, ich schlage vor, dass ihr mir sagt, was zum Teufel Irenikus gegen euer Volk hat. Ich schlage vor, ihr versorgt mich erst einmal mit so viel Informationen, wie ihr sie von mir bekommen habt. Es würde helfen, wenn ich wüsste, was hier eigentlich vor sich geht. Nehmen wir mal das. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, als ich bereits getan habe. Wenn ich in die Stadt könnte, hätte ich vielleicht Einblick, aber so wie es jetzt steht, befinde ich mich in der gleichen Situation wie ihr. Der Angriff erfolgte ohne Vorwarnung und war dem Geist eines Menschen entsprungen, den wir nicht kannten. Es lag nicht im Bereich des Möglichen und so ist es immer noch. Er hat sich mit den Dwarf verbündet, unseren Tempel geschändet und unsere Stadt teilweise zerstört. Man muss seinen Namen ausspeien und ihn so wenig wie möglich benutzen. Er ist all das, was Elfen nicht sind. Wenn ihr wisst, wie der verräterische Diener dieses Scheusals gefunden werden kann, schlage ich vor, dass ihr es tut. Ihr sucht Irenikus, wir suchen Irenikus. Wenn ihr uns helft, helft ihr euch selbst. Macht die Latorn ausfindig, sucht überall dort außerhalb des Landes der Elfen, wo ihr denkt, dass sich ein Diener von Irenikus aufhalten könnte. Nur dann werden wir diese Menschen zu Fass kriegen. Ich werde Vorräte brauchen und vielleicht brauche ich auch Hilfe, um Bodhi anzugreifen. Sein Diener könnte mehr sein, als ich zu bewältigen vermag. Ich werde alle Hilfe benötigen, die ihr geben könnt. Ja, nehmen wir mal die 2, weil 3. Und was könnt ihr für mich tun, um dabei zu helfen? Nehmen wir die 2. Wir können uns nicht in menschliches Territorium begeben, so groß unsere Probleme auch sein mögen. Sie würden nur noch größer werden, wenn es so aussehen würde, dass wir Spione die Städte von Am entsenden. Bo gefällt das Gifte-Verhältnis nicht, aber ich habe keinen Zweifel, dass wir siegen werden. Ihr seid weit gereist, kehrt zu den Gruppen zurück, denen ihr bereits begegnet seid und bittet sie um Hilfe. Ich bin mir sicher, dass ihr ein paar finden werdet, die euch helfen. Sie müssen nicht wissen, um was für eine Notsituation es sich handelt, nur dass es etwas sehr Böses in die Flucht geschlagen werden muss. Je weniger über die Schande wissen, die ihn Irenikus gebracht hat, desto besser. Könnt ihr mir mit bestimmten Sachen aushelfen? Mir kommen dabei Weihwasser und Flöcke in den Sinn. Ich werde tun, was ich kann, obwohl Bodhi stark ist. Habt ihr Weihwasser und Flöcke? Dann werde ich es ohne eure Hilfe schaffen. Schande, was für eine Schande habt ihr über euch gebracht? Nehmen wir mal das. Das geht euch nichts an. Seine Taten werden sich offenbaren, wenn wir ihn erreichen. Bis dahin solltet ihr mit eurem Auftrag beginnen. Ja, habt ihr Weihwasser und Flöcke? Ich habe diese Sachen. Das Wasser ist außergewöhnlich stark und wird sich gegen die, die im Tempel entweiht haben, als wirksam entweisen. In jedem Fläschchen ist der Zorn der Götter der Elfen. Ich kann nichts mehr tragen. Ja. Ihr hebt das doch für mich auf. Es klingt so, als ja. Es klingt so, als würdet ihr das Wesen des Geschäfts, gegen das ihr antreten müsst, kennen. Eure Hilfe wird nur doppelt so sehr geschätzt. Stimmt, ich werde mich sofort meiner Aufsage zuwenden. Und ich werde es zu schätzen wissen, wenn ich nicht mehr unter eurer Fuchtel stehe. Ich habe immer noch Vorbehalte, doch mir bleibt nichts anderes übrig. Nehmen wir die 1. Wir haben lange miteinander geredet. Ich werde die Wächter davon in Kenntnis setzen, dass ihr jederzeit kommen und gehen dürft. Ich wünsche euch viel Erfolg, Talisa. Ja. Noch mehr Flöcke. Hat aber Teach-Stop.
Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall etwas Weihwasser und wir haben Flöcke. Und da hat er mal einen Teatstaub. Der schwer ist. Ich find's lustig, wie die Armbrust immer noch angezeigt wird, obwohl sie gar nicht mehr trägt. Auf geht's! So, jetzt sind wir hier in dem Gebiet, das ist der Unterreichausgang. Juhu. Und wir haben drei neue Gebiete hier, nämlich den Nordwald, den Pass über die kleinen Zehen und den Tethierwald. Und natürlich haben wir Am. Also Adkatla. Und an die Orte können wir jetzt nicht mehr reisen. Naja gut, ins Unterreich würden wir vielleicht noch irgendwie kommen. Ich warte. Ja. Dann fangen wir mal an, von unten nach oben Sachen rauszuschmeißen. Wie die Robe des guten Erzmagiers. So. Wir gehen mal von unten durch. Die Vipernrüstung und die Rüstung des Hirsches können beide raus. Die Rüstung des Hirsches. Weiß ich gar nicht mehr, wem. Upsala, was ist jetzt schiefgegangen? Die Vipernrüstung müsste eigentlich... Wenn ich es noch richtig weiß, ist das die Rüstung von Yahira. Der kann mal in den Rucksack. Der Prunkanisch. So, das war Keldorn. Das war es, was bei Keldorn war. Hast du den Prunkanisch getragen? Da bin ich mir nämlich jetzt gerade nicht so sicher. So, Bogen. Und das sind Pfeile plus 2, Pfeil plus 2. Pfeile plus 1. Säurepfeile. So, da sind die Pfeile mal weg. Ja. Ogerkrafthandschuhe gehören nicht dazu zum Equipment. Festungsschild jedoch. Der schwarze Drachenschuppenpanzer. Festungsschild. Ja, der Wächter ist minus 5 Rüstungsklasse. Und du machst minus 7 gegen Fernkampf und minus 4. Streitkolben plus 2, Knochenklinge, wo ist der? Drachenschuppenschild, die rote Drachenschuppenrüst und der Schutzumhang.
Die rote Drachenschuppenrüstung gehört zu Minsk. Komm, den ganzen Adamantitstoff kann ich jetzt mal da reinpacken, solange wir keinen Platz haben. Oder Teil davon jedenfalls. Gib mir mal die Rüstung der Viper raus. Und auch die Rüstung des Hirsches. So, der gehört ihm Moen.